Gute und herzlich willkommen zu Star Wars Outlaws. Ich habe das Spiel ein bisschen früher bekommen und jetzt spielen wir es. Seid gespannt, was hier uns erwarten wird. Es wird spektakulär, denke ich mal. Neues Ubisoft-Spiel. Mal schauen, ob sie es machen können. Bei der Welt können sie machen, ne? Die Ubisoft. Aber geschichtsmäßig, ne? Starten wir mit Star Wars Outlaws, Leute. Bin auch gespannt. Hungrig? Oh, endlich ist Serek Besh auch hier. Ihr alle repräsentiert eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Galaxis. Pikes, Crimson Dawn, Hutten. Dies ist die Blütezeit der Unterwelt. Der kleine Todesstern des Imperiums wurde in Stücke gesprengt und eine Rebellion hält die Obrigkeit in Atem. Die Gelegenheit, um Millionen zu scheffeln. Aber einer von euch schickte mir einen Spion in mein Haus, als ich dachte, es ist doch genug für alle da. Es reicht, Nero. Ich bin nicht hier, um mir Lügen anzuhören, während Serek Besh unsere Gewürzruten ausbeutet. Dadiani Tuamaal. Shuto. Weißt du, mein Bruder war der Erbe des Familienvermögens. Er ist tot. Doch du erinnerst mich an ihn. Er kam immer zuerst, selbst beim Essen. Wenn er aufgegessen hatte, nahm er sich meinen Teller. Ich konnte nichts tun, nur zusehen und hungern. Worauf willst du hinaus? Wenn Serek Besh Partner sucht, dann vergiss es. Schon probiert, klappt nicht. Partner? Hast du nicht zugehört? Ich hungere. Und jetzt wird gegessen. Ich weiß, Kumpel. Gib mir eine Minute. Klappt schon, ha? Dank, Farek. Wo ist es? Schon gut, schon gut. Jetzt gibt's erstmal Futter. So, jetzt sind wir im Game. Ja. Ich habe auch Hunger. Wir sind hungrig. Untersuchen mit der. Genug geübt. Rücken. Zeit für richtige Schlösser. Ah. Und richtige Schlüssel. Der Polizeiscanner ist ruhig heute. Hoffentlich bleibt es so. Polizeiscanner? Ah, eine Made essen. Oh. Wir brauchen richtiges Essen. Ah, das ist kein richtiges Essen. Im Weltall. Denke schon. Hat sich gleich übersetzt, ne?
So. Wir haben einen Platz, wir haben eben so einen Greifhaken. Soll ich jetzt gehen hier? Wir gehen raus. Soll ja eine Open World werden, ne? Sein. Mal gucken. Jetzt hier der Anfang. Die Ratte da läuft weg. Meine Hausratte oder was das auch immer sein soll. Sieht doch geil aus, ne? Ist cool gemacht. Gut, wenn sich die Welt öffnet, kann sich das nochmal ändern, ne? Oder es kann total geil werden. Was der Hahn? Wie bei uns zu Hause, ne? Nicht sehr futuristisch. Pferderennen, wow! Ich spare seit Monaten für diesen Tag. Was für ein Pferderennen da? Ja, geil. Ich find's halt voll geil, in dem Universum zu spielen, ne? Du lässt dir viel Geld entgehen. Ich kenne sie nicht. Gefällt mir nicht. Sag Bescheid, wenn sich das ändert. Na, Bram, ist das für mich? Nein. Aber das hier. Ah, mein Datenstift. Ja, er ist kaputt. Ich habe ihn von einem Schrottsammler auf dem Markt. Er sagt, er hat ihn im Gebiet der sechsten Sippe gefunden. Und gleich wirst du sagen, ich soll mich von der sechsten Sippe fernhalten. Du riskierst dein Leben. Anderer Text, selbe Botschaft. Du bist allein, Kay. Und du ziehst ständig riskante Dinger durch, die leicht schief gehen können. Wenn's gut werden soll, muss man's selber machen. Ich versteh's ja. Du hast viel Pech gehabt. Pech? Ich habe keinen Job, kein Geld und ich wohne auf einem Dachboden. Bleib doch heute Abend im zerbrochenen Hof. Mach dir was zu essen. Und ich besorg dir einen kleinen, einfachen Auftrag. Oder du gibst mir einfach den Auftrag von deinem Datenblock da. Netter Versuch. Dann eben das hier. Nimm ein paar Kredits. Für den Datenstift. Schon gut. Dann verrechne ich es mit deiner Miete. Ich sagte schon gut, Bram. Miete? Weg der Datenstift. Was ist das hier? Die Küche. Ich komme mit Riesengarnelen, oder? Und Ratten. Oder? Ja, geil, Ratten. Cool. Endlich mal Rattenfleisch. Ah, ja, gut. Hier wird gegrillt, ne? Da quatschen wir mal mit der Alten hier. Ist das nicht etwas zu viel Bunter-Gewürz? Soll ich mal für dich probieren? Vergiss es, Kay. Mir egal, was Bram sagt. Schnorr dich irgendwo anders durch. Ach so, wir wollten schnorren. Da ist ein Schnorren. Hey, Kay. Okay, dann gehen wir gleich mal weiter. Der drin, ne? Ja, ein komisches Pferd. Na ja, gut. Wir sind auf Teil 8, ne? Oder so. Diese Rentiere. Ich kann kommen mit den ganzen Teilen komplett durcheinander. Feuerwerk nur für mich. Für uns. Für uns Outlaw. Meine Gang. Mit dem kaputten Datenstift kommen wir nicht weit. Komm, nix. Wir gehen zu Präbern. Dann brechen wir in den Club Tarsus ein und stehlen die gefälschten ID-Karten aus dem Safe. Mit etwas Glück kommen wir damit auf ein Shuttle zu den Kernwelten. Heißt dem Vieh den Kopf ab? Wir essen's. Die Tiere sind zum Essen da, oder? Hey, ja, der spielt voll mit denen. Dir? Mit dem kannst du nicht reden. Ich könnte mal wieder meine Schuhe putzen.
Okay, Sitzgelegenheit, wenn man mal nichts zu tun hat. Oh, Roboter. Aber kein R2D2. Ich will mich hier ein bisschen umgucken, Leute. Wir haben ja Zeit. Energiezelle, wenn du so brauchst. Der Kantokap war gut für mich. Hab am Quartiertisch die Miete für 3 Monate gewonnen. Okay. Das ist hart. Ich bin von Corellia hierher gekommen. Das war die Siege letztes Jahr, aber jetzt muss ich keinen Beitrag feiern. Wir suchen und sammeln Sachen ein. Das ist schon mal. Gut, die Zocke. Würfelspiel. Kenn ich nicht. Hey! Viel los heute. Die Polizei hat sicher haufenweise Kredits abgegriffen. Was ist das? Die Rechnung für die 3 Milo-Ruhen, die dein kleiner Wirbelwind letzte Woche stibitzt hat. Hey, du weißt doch gar nicht, ob Nix das war. Sowas wie ihn gibt's nur einmal. Du solltest bald bezahlen, sonst komme ich ihn mir holen. Kann hier niemanden. Ich nehme mir was brauche. Guck mal hier, liegt Zeug rum. Das gehört. Gut, gut, gut. Ich denke mal, hatten wir soweit alles? Kann ich das wieder rufen? Nee. Fies, ich hab zu tun. Hör mir einfach zu. Ich hab eine Stelle in meiner Rohrschraubermannschaft frei. Der Droide bleibt öfter stecken und ich brauche jemanden, der gut kriechen kann. Harte, aber ehrliche Arbeit. Tut mir leid, hab leider schon Pläne. Ja, die hast du immer, Kay. Ein tadeliges Sitzen. So, schauen wir mal, was da hinten los ist, ne? Ich will immer noch was einsammeln. Das ist der Roboter. Kaum zu glauben, was die Leute so wegwerfen. Ich habe gerade in der Gasse hinter dem Club 2 völlig intakte Konverter gefunden. Du weißt, dass dort die 6. Sippe ist. Ja, die haben mich vertreten. Meine Karte jetzt auf Schau. Muss ich später noch holen. Zocken, die Zuckerbude hier. Okay. Viel los heute? Verschwinde, Kay. Hier kommt nur zahlende Kundschaft rein. Wirklich lustig. Fliegenfresser. Das sieht aus wie eine Fliege und eine Spinne irgendwie, ne? Ha, gefunden. Dann schon durch. Oh, hey, hallo. Ich hoffe, das ist kein Einbruch. Oh, guck mal, was hier Feines ist, ne? Der Gerät. Her damit. Im Credit von was? Es gibt Credits? Die liegen hier einfach rum. Also, hä? Wieder zurück. Da liegt noch so eine Blechdose. Ah, das sieht doch gut aus, das Spiel, ne? Mir gefällt es voll. Die Optik ist geil. Der Ersteindruck, genau, auf der Xbox ist das hier. Xbox Series X.
Ist doch ganz nett. Wie läuft das Geschäft, Valek? Viel zu gut. Ich komme nicht weg, um auf die Fatir-Rennen zu setzen. Dabei habe ich einen heißen Tipp bekommen. Ich könnte die Wette für dich platzieren. Wir sind ja Freunde. Ach ja? Das wäre klasse. In der Nähe ist ein Datenblock von einem Freund mit dem Namen des Siegers. Finde ihn und setze alles. Kein Problem. Komm auch mit mich. Oh, er tut mir fast leid. Aber ich brauche die Kredits dringender als er. Hm. Oh, sieht aus, als wären alle Händler beim Kanto Cup. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie etwas brauchen. Ein andermal. Ich verkaufe immer noch gar nichts, ne? Die sechste Sippe war so gütig, euch Arbeit zu geben. Ihr Glückspilze seid für die Rennen. Die nächste Lieferung kommt bald. Dann kriegst du deinen Anteil. Hier los. Gut, gehen wir hier weiter, wenn wir dürfen. Ich darf. Ich habe genug Teile geborgen, um die sechste Sippe zu schmieren. Ach, hinten liegt noch was rum, ne? Bin hier. Ich möchte ihn mitnehmen. Also das hier, komm, streicheln wir es halt. Ist auch nicht. Geht nicht. Das Präban. Hier los. Hallo, wer ist da? Hopatake. Chichi noga betisa tukamna. Una six king pint ut, chituana uba japago ya massiv, no lia club tasis. Ach komm, du sollst doch nur den Datenstift reparieren. Anji chusa tajis kalif. Sosa uba ropada tis. Sun pitch crispo. Weil ich ohne die gefälschten ID-Karten aus diesem Tresor den Planeten nicht verlassen kann. Ich bin fertig mit Kanto. Aber Kanto sat die Uber. Auch gut. Meine einzigen Optionen hier sind die sechste Sippe oder Gefängnis. Aku, an Uber Tinka Sakutu Utwata? Wenigstens kann jemand wie ich ein bisschen was absahen. Vielleicht sogar die Kernwelten sehen. Preban, hilf mir ein letztes Mal, dann bist du mich für immer los. Eniki, kuduba no majeche kopa. Pasabata jope uba vepta jakrita. Holen wir uns ein paar Kredits. Bei Preban komme ich ohne Kredits nicht wirklich weiter. Hm. Das ist ja scheiße. Wenn wir nicht weiterkommen. Schon noch 50 Credits, ne? Treten Sie ein! Roboter, ne? Ja, schauen wir mal hier. Muss doch was verkaufen, ne?
Komm, streichen wir jetzt. Jetzt geht's. Hey, du. Oh, du bleibst mein liebster Nix. Ein kleiner Backer da hinter mir, oder was? Na gut. Gut, der will die Cola haben. Haben Sie etwas Bestimmtes im Auge? Ja, hi. Cola. Verkaufen. Lötzstoff bekommst du auch. Okay, alles verkaufen. Also los, auf zu Prebern. Danke. Wir sehen uns. Hey, willst du gekrault werden, Nix? Ganz schön kraulen da. Nee, wo ist denn mein Vieh? Ja, da. Den kann ich nicht kraulen, ne? Auch. Nein. Er will einfach nicht. Komm, ich gebe ihm die Kohle. Hey, Preban, ich hab die Kredits. Wata. Jobakawa bia sa jebe chut passe bata. Ja, ja. Na gut, immer. Probieren wir ihn aus. Was soll ich denn jetzt? Alles klar. Holen wir die ID-Karte aus dem Club Tarsus. Das ist unser Ticket in die Freiheit, Nix. Und im Handumdrehen sind wir reich. Jetzt muss man hier was gucken, ne? Ich muss mal ins Menü gehen. Ausrüstung. Okay, Türen und Behälter kann ich damit öffnen. Was? Nee. So, ein Stauberzecken? Nee. Ist ja auch keine Tür oder Behälter. Nö. Nee. Diese Tür nicht? Scheinen wir durchzupassen. Wo hier? War ich da vorhin schon mal? Okay, dann machen wir hier den Schlüssel wahrscheinlich. Hier ist Einbahnstraße. Gut, ja. Dann müssen wir hier neu. Jetzt den Stift benutzen. Gibt es kein Zurück mehr. Hilfe. Hör mal auf die rhythmischen Muster und drücke jeweils synchron zu jedem Beat im Loop.
Okay. Das war jetzt nicht ganz kapiert, aber ja, okay. Kannst du auf und zu machen, ne? Komm ich mal hier zu, damit es mir eben auffällt gleich. Hallo, ich bin hier drin. Festhalten, Nix. Es geht aufwärts. Aufwärts? Oha. Oh, okay. Na, Greifhaken. Ja gut, die typischen Kletterelemente, ne? Da ist halt alles gelb. Wo du dich wieder ankrabbeln kannst. Und hier runterkommen, ja, sehr gut. Mach schon nix, wie ich es dir beigebracht habe. Weiter so. Los, lenk sie ab, Nix. Ach, den Knopf. Drück mal auf den Knopf da, Nix. Ja, drück mal drauf. Danke. Sauber. Gut gemacht, Kerlchen, hey. Ja, das war jetzt okay gewesen. Muss man erstmal reinkommen, was die von einem wollen irgendwie. Ein Klo! Das ist aber futuristisch. Wie sollst du da kacken? Das stille Örtchen. Okay, ich will hier raus, es stinkt hier, es stinkt. So. Mach die mal für mich auf, Nix. Nix, es ist Showtime. Gut, hier geht's weiter. Da wären wir. Disco-Style. Das ist heute im Casino. Eines ihrer Fatiere tritt bei Casino-Style. Will ich jetzt hier runter? Der muss. Will ich jetzt zum Einsammeln? Verhalte dich unauffällig. Wir kommen jeden Tag hierher. Jeden Tag? Ach, fast da. Die ID-Karte ist im Büro vom Boss. Hoffentlich keine Lizenzmusik. Hab ich ein Problem. Ah, ne, obwohl, eigentlich ist es scheißegal. Ich bin ja nur so ein kleiner Publiker-Kanal. Ja, auch egal. So richtig rennen kann ich jetzt auch nicht mehr. Ah, endlich mal wieder was. Ey, nimm doch mit. Was gefunden, ne? Wir nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Die nächste Lieferung kommt beim Sandlauf. Ich will erstmal die andere Seite checken da. Nee, jetzt wird's voll hängen. Der Boss hat anscheinend Probleme mit Kryopäden in seinem Büro. Gerade kommt nicht die Luftschächte rein. Ich wollte sie vertreiben, aber meine Schlüsselkarte verloren. Ich helfe dir beim Suchen. Nach der nächsten Runde. Deshalb arbeite ich so gern mit dir. Und die Schlüsselkarte.
Okay, dann muss ich die Schlüsselkarte suchen, ne? Ah, gehen wir rein. Ja. Was darf's denn sein? Zutritt zum Büro vom Boss. Nein. Ich schulde Ben Geld und will sicher gehen, dass sie es auch kriegt. Keine Chance. Brell hat heute Abend Dienst und an dem kommt keiner vorbei. Ah, ein echter Slemo, was? Ja, er interessiert sich nur für zwei Dinge. Schnelles Geld und schnelle Gleiter. Hat sich gerade erst einen brandneuen T85 geleistet. Ah, lass mich raten. Er redet pausenlos davon. Liebt ihn mehr als seine Mutter. Also, willst du was trinken? Nee, ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Danke. So. Was haben wir da rüber jetzt schon? Hoffentlich kann ich mir von der Welt was wünschen. Jetzt hier. So anlehnen. Cool, ne? Ich will aber hier... Hey, also, ich bin Kay und du musst mich durchlassen. Nicht auf der Liste. Mein Freund Preban hat mich auf die Liste gesetzt. Preban hat nicht genug gezahlt. Hey, kennst du jemanden, der einen T85 hat? Ja, das ist meiner. Schicker Gleiter. Ein paar Schrottratten da draußen versuchen gerade ihn zu klauen. Was? Weg da! Niemand klaut meinen Joben. Den habe ich gerade erst aufgematzt. Joben? Mach den mal weg da, jawohl. Gehen wir rein. Jawohl, it's so easy. Hat geklappt. Und gleich wieder zu. Wäre komisch, dass das geklappt hat. Na ja, gut. Ich glaube, das ist hier jetzt alles noch geskriptet. Und dann später, obwohl, wenn es so weitergeht, wäre mir das egal, ne? Lässt das schön spielen. Kann ich hier durch? Scheinbar, aber wahrscheinlich erst, wenn ich abhaue. Okay, jetzt kommt die Stealth-Einlage hier mit X. Da können wir die Gegner platt machen, ne? Ja, komm. Hast du dem in die Hand gebissen? Eieiei. Jetzt muss ich das stehlen. Ah, ist nur der eine gewesen. Ah. Knacken wir das Schloss, schnappen uns die ID-Karte und verschwinden. Muss man jetzt was machen? Datenschiff benutzen. In deinen Plänen waren keine Druckplatten. Es ist Kay Bass! Dank Farrick! Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Mein Pflaster! Ist nichts Persönliches. Ins Gesicht! Ich bin festgeladen! Oh, was? Headshot ist kein Headshot, oder wie? Oh, ich kann schlagen. Ich will noch... Ey... Ich will mehr Zeugs haben. Was ist hier voll? Hab ich auch alle. Hier coole Knarren. Da schützen. Na gut, alles gut. Gewehr. Nichts wie weg hier. Und dann. Handläufern ist die Gewehre da, ne?
So war das nicht geplant. Was habe ich nur getan? Was haben wir nur getan? Wir sind Aussätzige, wir sind Outlaw. Außenseiter der Gesellschaft. Noch nicht so richtig vorschicken. Haben die alle hier reingestimmt? Wo ist der dritte? War nur drei! Wo ist denn der Grund? Dumme Sau! Du Schwein! Kannst du dich besser abkühlen? Gib einfach auf! Es ist vorbei, Kay. Jetzt ist nicht die Zeit zum Essen, Kumpel. Mein RB-Knopf funktioniert nicht richtig. Jetzt geht's. Oh, neuen Controller. Wenn ich RB antippe, passiert nichts. Da muss ich richtig fest draufdrücken. Und nun? Gibt's hier noch was für mich? Streichen? Warte mal. Jetzt kann ich ihn streichen. Oh, braver nix. Nix. Da war nix. So, die haben wir platt gemacht. Wo will ich denn eigentlich hin? Hier entlang, ne? Was sollen wir tun, Nix? Ich hab nicht damit gerechnet, erwischt zu werden. Ja. Einsammeln. Okay. Lasst uns fliehen. Man muss los, mit zum Gaulweg sein. Zurück zur Kantine. Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Kantine? Sicherheit. Hä? Gut, die Tür ist jetzt kaputt gegangen. Ach, jetzt komme ich hier durch. Gut.
Ich muss zum zerbrochenen Hof. Die sechste Sippe ist überall. Erwischt. Ich habe nach oben geguckt, habe es nicht gesehen. Mein Fehler. Gut, also, wir haben die ID-Karte. Zum Hof, da sind wir sicher. Wir halten eine Weile die Füße still. Hier auf dem Dachboden. Ja. So, schön hier runter, ne? Hier entlang. Los, zurück zur Kantine. Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. So, jetzt gehe ich mal hier oben rum. Was ist dahinter? Ich bin falsch gelaufen irgendwie. Ach so, hier muss rein. Ja. Kein Bram. Da ist die Kantine. Gut. Auf das Gespräch habe ich gerade keine Lust. Aber wohin? Wie komme ich da hoch? Hier entlang. In mein Zimmer. Stubenarrest. Hausarrest. Was auch immer. Bram, ich will nicht drüber reden. Dachtest du, du spazierst da einfach rein und stiehlst die wertvollsten Dokumente in Kanto? Ich hab's dir gesagt. Die sechste Sippe wird sich rächen. Hey, was? Wir wissen, dass du hier bist. Bringen wir's hinter uns. Du sagst nichts. Und tust nichts. Mal schauen. Nein, 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 nein. Kommt schon. Sie ist nicht hier. Lügner. Glaubst du, ich will, dass ihr mir den Laden zerlegt? Ich bin fertig mit dir. Tatsächlich helfe ich euch sogar. Hey, das ist hier draußen. Nein. Du hältst uns nur auf. Wir gehen. Es ist nichts. Dein Bein. Es ist nichts. Das ist eine neue Crew. Gefährlich. Doch was auch passiert, bring das zu Ende. Die Beute reicht, um einen Shuttle zu kaufen und abzuhauen. Das willst du doch, oder? Verschwinde, Kay. Für immer. Ich komme wieder. Nein, tust du nicht. Ich kaufe mir den Millennium-Kolben. Die sechste Sippe ist überall. Sie dürfen uns nicht sehen, Max. Na, darüber. Okay. Muss jetzt zwischen rein, oder? Keine Ahnung. Wir gehen zu den Ratten, die stellen sich tot. Sind das Ratten oder sind das Hamster? Ja, das sollen Ratten sein, oder? Stellen die sich tot? Den machst du nicht.
Ah, okay. Das ist was Feines. Links. Guter Junge. Sehr gut. Aha, aha. Was siehst du? Ich sehe gar nichts. Nur Ratten, die sind totstill. Hallo? Da hinten, die ist umgefallen. Sie kann sich nicht ewig verstecken. So, wie machen wir das am blödsten? Dann gehen wir hier entlang, gehen hier hoch. Ich habe ja schon mal so ein Spiel gespielt, ne? Ich weiß, wie das läuft mit dieser Mechanik. Überspringen, da nochmal springen. Aber hier weiß ich jetzt nicht. Okay. Das war okay gewesen, ja. Da oben war das. Hab ich nicht gesehen erst. Da stehen sie rum, ne? Sie kann sich nicht ewig verstecken. Gut, drüber kommen wir noch. Ey, warum soll ich jetzt hier runter? Das ist richtig hier. Scheinbar ja. Den durchdrücken hier. Silber! Wir wissen, dass du Kay geholfen hast. Wach auf! Hängst du an deinem Leben? Sag uns, wo sie ist. Elvis weiß, dass du ihr die Pläne verkauft hast. Kannst dich nicht verstecken, Preban. Sie sind Preban auf die Schliche gekommen. Oh, ich bin wohl nicht die Einzige, die Kanto verlassen muss. Wir verlassen Kanto. Na gut. Laut Brams Datenblock heißt die Kontaktperson Daniel. Und müsste da drüben sein. Das war doch ganz schön die Kantina, oder? Die Kantina ist doch auf dem Wüstenplanet. Tatooine. Tatooine. Los geht's! Wo bist du her? Du bist von hier? Ja, aber so habe ich das noch nie gesehen. Ist eine spannende Stadt. Nur von Weitem. Wer ist das Ziel? Ein Boss namens Sliro. Er leitet das Syndikat Serek Besh. Die sind neu, haben Geld und die gesamte Unterwelt hat Angst vor ihnen. Das spricht für hohe Sicherheit. Und wie? Aber in seinem Tresorraum wartet ein Vermögen. Der Passwortknacker. Ich hoffe, du und dein kleiner Freund seid so gut, wie Bram sagt. Dein Halt. Daniel,
Wie wollen wir das machen? Wenn du auf Position bist, greifen wir den Haupteingang an. Du schleichst dich rein, schaltest die Sicherheitsvorrichtungen aus und gehst zum Tresorraum. Ihr macht keine halben Sachen. Wenn man einen Gangsterboss wie Sliro angreift, muss man es ernst meinen. Greifen wir den Gangsterboss an, ne? Schauen wir mal. Geil. Genieß die Aussicht, Nix. So oder so, das ist das letzte Mal, dass wir das sehen. Oh, hoffentlich geht es Bram gut. Er hat mir so viel beigebracht. Und wie habe ich es ihm gedankt? Ja, wie? Cool, ja. Ist noch so eine, geil. Very, very nice. Da kann ich nicht rüberschwingen. Schwing dich mal. Hey, 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 hey. Was war denn das? Die hat sich nicht richtig geschwungen. Also. Schwingen. Halt dich fest, Nix. Wir müssen klettern. Hier, okay, klettern wir hoch. Daniel, ich sehe da vorne einen Turm. Könnte mein Zugang sein. Du bist die Diebin. Wir sind in Position und warten. Ich bin die Diebin. Nicht runtersehen, Nix. So, gerade so rübergeschoppt jetzt. Daniel, ich sehe das Anwesen. Wie reich ist dieser Sliro doch gleich? Er gehört klar zu den reichsten 5 im Outer Rim. Sliro hat Zarek Bash von Grund auf aufgebaut und das ist nicht billig. Es ist sein persönliches Verbrechersyndikat. Aber das ist auch schon alles, was über ihn bekannt ist. Du hast einen guten Riecher für Ziele. Wenn du reich werden willst, dann musst du dahin gehen, wo das Geld ist. Ja, das ist schon immer so gewesen, ne? Wo Geld ist, sind auch die Verbrecher. Schon immer so gewesen. Noch nie anders. An die Kante und dann runter. Wie soll ich da runtergehen? Nee, ich geh nicht runter. Aha. Ich bin die Meisterin der Dieben. Also optisch macht das ganz schön was her, ne? Ich find's geil. Wir wollten die Chance auf einen großen Wurf. Das ist sie. Oh, okay, Daniel. Ich bin auf Position. Wir starten das Feuerwerk. Geh rein. Was ist das? Ich aktiviere den Alarm. Das kann man bestimmt von halb Kante aus sehen. Geht darüber! Findet sie! Verstanden? Sie? Mich? Uns nicht sehen. So was Hübsches haben wir noch nie ausgeraubt, was? War schon so, ne?
kann ich sehen. Ich muss sie auf mich aufmerksam machen. Wem gehört dieses Tier? Hey, verzieh dich! Ungeziefer. Hm? Okay, was so? Der checkt gar nichts, ne? Ich hoffe, ich werde bald bezahlt. Ja, jetzt kriegst du eine Bezahlung. Bam. Und verarscht. Gehen wir auch hier weiter, ne? Ist jemand in der Nähe? Diese Arbeit macht mir echt zu schaffen. Bleibst du stehen? Alles gut. Nix, alles gut. Alles richtig gemacht. Haben wir hier noch einen? Alles scheint in Ordnung zu sein. Bring dich in Sicherheit, Kumpel. Okay, jetzt hab ich gebrannt, aber egal, oder? Alles cool? Damien, ich bin dran. Nimm den Turbolift. Das ist der direkteste Weg zu Sliros Tresorraum. Gut, aufgedreht. Nehmen wir unsere Mastenpacks mit, ne? Der Panzer, das Unterhemd. Okay, Energiebarriere. Von irgendwoher muss die Energie bekommen. Nix, such den Generator. Ja. Was wollen reiche Typen immer mit alten Schiffen? Hm. Erstmal umschauen, alles mitnehmen, ne? Alte Gamer Weisheit. Das war's gewesen. Kannst du nur schließen. Naja, geh mal durch. Hm, Blasterspuren. Was ist hier passiert? Hier wurde geschossen. Ein Odgurium-Ring, kannst du das auch? Nee, kann ich nicht. Na, Kameras. Wir müssen sie umgehen, Nix. It's so easy. Ach, da ist der Turbolift. Und natürlich hat er auch eine Barriere. Ich dachte, hier ist alles abgesichert. Ist es auch. Wer immer eine das Barriere? Ist, wird nicht am Haupttor vorbeikommen. Hat irgendjemand Sliro benachrichtigt? Glaub mir, er weiß Bescheid.
Was war das? Ich wurde. Was? Nicht da reinfallen, denn das. Oh. So dran vorbei. Habe ich jetzt was sabotiert? Das hier? Was ist denn draußen, die Russen ergreifen uns an? Oho. Die Hütten sind auf Wache aus. Alles unter Kontrolle. Bleib, wo du bist. Wenn sie rufen, gehe ich da. Wie? War so nicht geplant. Wir müssen weg. Wenn's rein muss. Warte, was? Das war nicht geplant. Aber wie? Aber wirklich nicht. Egal. Wir können uns hier alles nehmen, was wir wollen. Mal die Schächte öffnen. Ich geh gleich mal rein. Ich guck gleich mal hier rein. Komme ich bei dem anderen hier raus, oder? Damit man mal gesehen hat, ne, wie es ist, in den Schächten ist. Interessant ist es hier. Genau, da kommst du hier hinten raus. Ah, alles klar. Das ist voll. Öffnen. Gut, die Barriere sollte deaktiviert sein. Na gut, hätte ich hier außen rumgehen können, ne? Der hätte mich gar nicht bemerkt, scheinbar. Aber egal. Wir brauchen hier auch ein bisschen Action, ne? Ganz so ohne Action ist auch nichts. Nur schleichen ist halt scheiße. Komm ich nie hin. Hier reingehen. Wo komme ich hier wieder raus? Okay, am Anfang. Gehen wir wieder hoch. Los, der Tresorraum wartet. Zum Tresorraum. Daniel, ich bin im Turbolift. Beeil dich. Wie lange dauert es, bis die Kanto-Polizei hier ist? Das ist Sliros Gebiet. Hier kommt keine Polizei her. Ja, nur noch mehr Serik Besh. Bist du bereit, Lex? Ja. Ah, ich hab da ist der Kampfmodus. Der Tresorraum. Okay, da greift er die anderen an. Wenn er mich beschützen soll. Ah, okay. Cool. Spannend ist es, ne? Wir nehmen alles mit. Uhuhu, geschafft. Nochmal. Innerhalb des Anwesens. Hallo! Meine Fresse gibt's.
Wie hänge ich denn das jetzt? Ich habe die Sicherheitsvorrichtungen ausgeschaltet, Daniel. Der Weg ist frei. Geh zum Tresorraum. Wir räumen hier draußen auf und treffen uns dann drin. Der Tresorraum hier liegt doch schon eine. Könnte auch eine Falle sein, wieder mal, ne? Ich muss da rein. Daniel, ich bin am Tresorraum, aber hier ist ein Droide. Ah, du bist beim TT-8L. Gut, das Passwort ist Grandiocha. Was auch sonst. Hey, komm zurück. Ich weiß, dass du da drin bist. Mama Guido. Grandiocha. Hallo? Computer? Der Tresorraum. So sieht also richtiges Geld aus. Den Knarren auf den Geld. Komm. Machen wir ihn auf. Mach das Loch auf jetzt. Huh? Oh nein, Droid, ne? Du bist nicht Zarek Besh. Was ist das? Wo ist mein Geld? Ich könnte Hilfe brauchen. Es war alles richtig. Der Code war gut. Asara! Gefunden? Nein. Aber die Sache mit Sliro und Zarek Besh ist wahr. Wir müssen los. Du wirst bezahlt, wenn wir sicher sind. Versprochen. Was? Keine Bewegung. Entweder zahlt ihr jetzt oder zahlt einfach. Hm. Wir sind die Rebellenallianz. Und? Wir müssen los. Komm zu uns. Kämpf mit uns für die Zukunft der Galaxis. Was zahlt ihr? Dafür haben wir keine Zeit. Kennen wir nicht. Augen auf, Kay. Es geht los. Bringt Glück. Die Auswahl des Ziels ist entscheidend. Siehst du? Die bemerken uns nicht einmal. Du bist ziemlich jung für eine Diebin. Willkommen zurück. Und? Was hast du gelernt? Es ist nicht immer jemand für dich da.
Schlaues Mädchen. Okay, ich kann's erklären. Du musst Sliro sein. Deine Freunde sind fort. Freunde? Welche Freunde? Wie lange gehörst du schon zur Rebellenallianz? Du meinst es ernst? Was wollen die Rebellen von Zerik Besh? Hör mal, ich kenne keine Rebellen, aber ich kenne andere Leute. Lass mich gehen. Ich finde es raus und wir klären das gemeinsam. Du musst dir was Besseres einfallen lassen. Er schießt sie! Du bist immer da, wenn ich dich brauche, Nix. Okay, okay. Wie komme ich hier raus? So, und ab hier machen wir einen kleinen Cut. Ne? Danke fürs Zuschauen. Teilen, liken, abonnieren nicht vergessen. Vor allem abonnieren und könnt auch mal was reinschreiben. Ne? Das würde mich mal interessieren, wie ihr das Spiel findet. Also, bis zum nächsten Mal. Cheerio!